Hallo liebe Rabenfreaks, herzlich willkommen zu einem mal wieder ganz anderen Video. Lange nicht mehr gemacht. Es gibt heute mal einen Vlog. Ich hoffe ohne Schnitt. Es wird nie klappen. Ja, wir werden heute über die Rasenfläche gehen. Wir, also ihr kommt mit mir über meine Rasenfläche. Meine Frau filmt, sie rennt hier mit der Gimbal, mit dem Gimbal, egal. Sie rennt auch wieder mit der Kamera hinterher. Und wir schauen mal, wie es aussieht. Wir haben ein bisschen unterschiedliche Lichtverhältnisse, mal jetzt gerade schöne Sonne. Aber wir hatten auch schon gerade wieder Wolken und Schatten. Also seid auf alles gefasst. Ich habe auch hier meine Bodenanalyse, meine Auswertung dabei. Kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ja, fangen wir mal an. Wir sind ja hier auf der Ostfläche. Hier haben wir unsere Experimentalrasenmischung, so nenne ich sie jetzt mal, Festuca Rubra, also den Rotschwingel, und die Poa Pratensis. Also eine wirklich sehr ungewöhnliche Kombination. Jedem, dem ich das erzähle, der sagt, hallo Rasenfreak, ne? Ja, so ungefähr. Das ist egal. Also man sieht hier vieles und auch nichts. Doch, man sieht tatsächlich, dass der Rasen mittlerweile schön dicht ist. Ich habe ihn jetzt auch hier höher wachsen lassen. Ich mähe jetzt auch hier auf 35 mm. Wir haben, was man jetzt schon wieder nicht mehr so deutlich sieht, wir haben sehr viele Pilzinfektionen. Wir haben sehr feuchtes Wetter, warm, feuchtes Wetter. Viele Pilzinfektionen. Wir haben Rotspitzigkeit, die jetzt hier schon ein bisschen weggegangen ist wieder. Wir haben auch interessanterweise auf der Poa Pratensis hier, das sieht man jetzt hier vielleicht ganz gut, neben den kleinen Pilzen, die auch schon wieder rauskommen. Hier sieht man sehr, sehr typisch hier, ich reiße es mal ab, hier so kleine Rostpusteln. Ich kann es mal versuchen, auf den Finger zu reiben. Naja. Ja, okay. Also man sieht es unter dem Mikroskop sehr gut. Also wir haben Rost auf der Poa Pratensis. Das ist leider so eine Schwäche von der Poa Pratensis, dass sie vom Rost befallen wird. Der geht von oben, von der Spitze des Blattes dann runter und macht das Blatt kaputt, nicht das ganze Gras kaputt. Ist auch jetzt nur eine temporäre Geschichte. Dauert so 2 bis 4 Wochen. Dann hat sie die Pflanze dann gewöhnt, dann hat sie dagegen Abwehrkräfte entwickelt und dann ist es wieder weg. Ja, es gibt anfällige und nicht ganz so anfällige Sorten. Diese Sorte scheint ein bisschen anfällig zu sein. Nicht so schön. Aber wie gesagt, insgesamt sehr dicht. Hier sieht man auch schön noch hier Rotspitz, schon ein bisschen ausgetrocknet. Also ein bisschen trockig. Da finden wir ein bisschen noch bessere Stellen. Was man hier auch sieht, hochinteressant, ist... Hier ist eine schöne Lolium perenne, ein schönes deutsches Weidelgras, ne, glänzende Blattunterseite, schön deutlichen Kiel. Die Lolium, die treibt gerade richtig stark ihre Blütenstängel raus. Das Gras sieht furchtbar aus auf der Fläche. Es ist ja nicht nur die Poa annua, die blüht, sondern auch die anderen Gräser versuchen natürlich jetzt im Frühjahr zu blühen. Und hier sieht man so schön, wie sich so eine Lolium als horstbildendes Gras, so richtig wie so einen runden Büschel hier jetzt in diesem anderen Gras reingesetzt hat. Und nicht nur, dass es eben so büschelig ist, auch stärker wächst als das andere Gras. Die Festuca wächst viel langsamer. Die Pratensis, die ist so eher so am Boden aktiv und kommt nicht so stark raus. Und die Lolium dominiert hier in solchen Büscheln, ganz ehrlich, eigentlich müsste ich sie komplett hier rausschneiden, weil das passt überhaupt nicht rein hier, das Gras. Na, jetzt nicht, aber bald. Okay, ja, aber das sieht man überall, dass eben die Lolium hier ihre Stängel raushaut. Ja, nicht immer ist alles toll. So, dann haben wir hier ganz viele Löcher. Hier ist auch ein Lolium, ne? Auch nochmal so ein Lolium. Puschelig. Hier auch. Nicht ganz so stark.
Gut, und hier auf der kurzgeschnittenen Fläche, hier sind wir bei 14 mm. Hier auf der Fläche sind überall wieder Löcher. Woher kommen die Löcher? Ja, wir hatten auch im zweiten Jahr jetzt tatsächlich die Krötenbinse. Und hier ist sie immer noch. Hier kann ich noch mal einen rausreißen. Man sieht das nicht so ganz gut. Die liegt so ganz flach. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob es das wirklich ist. Da ist man nie so ganz sicher. Die Blüte. Aber hier ist das ist sie, genau. Das ist sie. Genau. Die hat so ganz kleine, feine Blüten. Das werdet ihr wieder nicht sehen mit der Kamera. Und ist dann auch oft ein bisschen rötlich unten und wächst so ganz kurz wurzelig. Hier ist sie auch, hier auch. Ja, und diese hier auch überall. Wächst auch sehr quer hier auch. Da ist sie auch. Und die haben wir jetzt hier wieder in stundenlanger Arbeit. Hier sieht man es auch besser, die Blüten. Haben wir hier rausgerissen aus der Fläche. Und deswegen überall jetzt hier die Löcher. Wahnsinn. Ja, was man hier auch sieht in der Fläche, obwohl wir hier versucht haben, eine möglichst gute, obwohl wir versucht haben, möglichst gute Voraussetzungen hier zu schaffen, dass sich hier natürlich auch noch andere Gräser einnisten. Und das hier, das ist ja Grosstolonifera. Die ist natürlich auch hier überall drin gewesen, weil ich sie mal vor vielen Jahren hier reingesät habe. Und die macht natürlich jetzt auch Probleme. Die versucht natürlich auch hier jetzt ihre oberirdischen Ausläufer bildenden Triebe in die Rasenfläche reinzuschieben. Und die passt natürlich auch nicht gut in diese doch sehr dominante Festuca-Fläche rein. Hier in diesem Bereich haben wir ja diese unglaublich schlechten Bodenverhältnisse gehabt. Ihr erinnert euch hoffentlich an meine Infiltrationsmessungen. Und das sieht mittlerweile nicht schlecht aus. Wir haben ja aerifiziert die ganze hintere Fläche. Und das ist, ja, ich sag mal, ausreichend. Das ist jetzt nicht besonders schön. Aber ausreichend jetzt so von der Dichtigkeit, vom Wuchs her, von der Farbe. Die andere Seite, die ja vom Boden besser war, die sieht hier deutlich besser aus. Also viel besser, viel dichter, viel gleichmäßiger. Ja, das ist schon ganz schön. Also man sieht ja sehr deutliche Unterschiede. Da werden wir jetzt mal versuchen, über häufigeres Aerifizieren noch mehr den Boden zu verbessern. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Rausreißen will ich den Boden also noch nicht. Diesen Wahnsinn tue ich mir noch nicht an. Ja, so hier ändert dann die Festuca-Fläche. Die sieht immer noch ganz deutlich hier diesen Übergang zwischen der Festuca und hier vor allen Dingen der Agrosse Schlonifera. Ich habe hier gerade gedüngt. Mit dem Neromix. Neromix von Grasshopper. Jetzt steht hier natürlich gleich Werbung. Neromix von Grasshopper. Jetzt glaube ich das dritte Mal mit dem Neromix gedüngt. Ich dünge jetzt alle 4 Wochen. Also ganz frisch raufgehauen. Und der hat, deswegen Nero, der hat so schwarze Kühlchen mit schönen Huminstoffen drin. Mit der Alge drin. Und die färben so richtig schön schwarz. Hier meine Putting-Grünfläche ist schon richtig, richtig gut. Die braucht jetzt auch dringend neuen Stickstoff, also wieder Nährstoffe, weil die natürlich auch extrem durch den tiefen Schnitt gequält wird. Das sind jetzt hier schon 6,5 mm. Ich bin noch einen halben Millimeter weiter runtergegangen. Das ist Wahnsinn, das Zeug, ne? Und das riecht. Oh, herrlich. Herrlich. Ja, also hier haben wir jetzt 6,5 mm. Ich habe jetzt nicht gemäht. Also die sieht eigentlich, wenn sie gemäht ist, richtig top aus. Wir haben aber den zweiten Abschnitt, ihr habt es auf Instagram gesehen, den zweiten Abschnitt jetzt aerifiziert und gesandet. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Und das haben wir jetzt tatsächlich gestern gemacht. Gestern. Und es ist der Wahnsinn. Wir haben hier auf 100
36 Quadratmeter, so hinten runter bis zum Baum, bis zur Eberesche, bis zur Vogelbeere. Runter haben wir also 136 Quadratmeter. Genau hier diesen Streifen haben wir gelocht und gesandet und gedüngt und nachgesät mit einer reinen Festuca-Mischung. Dazu gibt es dann irgendwann auch noch mal ein paar Details. Eine reine Festuca-Nachsaat. Ich bin ja so jetzt auf dieser Festuca-Schiene. Habt ihr ja da schon gesehen, jetzt hier auch. Und das ist richtig gut geworden. Das ist richtig gut geworden. Ich meine, das ist, gestern sah es aus, also unfassbar. Und jetzt ist hier schon überall schon ein bisschen der Rasen durch. Man sieht natürlich überall noch die Steinchen, ganz klar. 0,2er Sand. Super Sand hier aus der Gegend. Schreibt mich an, wenn ihr wissen wollt, wo ich das Zeug her habe. Könnt ihr auch kaufen. Also ohne Werbung, sage ich natürlich, wo wir das her haben. Wir hatten vor allen Dingen hier in dieser Schrägen, das sieht man jetzt auf dem Film auch nicht, hier so eine Schräge. Hier kommen wir von oben runter und dann geht es hier so schräg weg. Hatten wir hier, vor allen Dingen hier in diesem Bereich und die ganze Schräge runter, echte Wachstumsprobleme. Und wir hatten ja schon mal reingestochen mit dem Messer und wir haben eben hier eine Sperrschicht erzeugt. Mit dem Quarzsand, mit dieser Quarzsandschicht, den wir auf die Wollmatte gelegt haben. Und das hat uns echt hier ein Riesenproblem beschert. Und jetzt müssen wir halt auch hier öfters aerifizieren und sanden. Ich glaube, dass wir dann auch hier ein ganz anderes Wachstum kriegen. Denn, um es mal ganz schnell hier auf die Bodenanalyse zu kommen, denn wir haben an sich sehr gute Bodenverhältnisse und auch sehr gute Nährstoffverhältnisse. Wir haben uns das Problem, dass wir die Nährstoffe im Boden nicht freisetzen können. Zum Beispiel der Phosphor ist jetzt gegenüber vor 2 Jahren noch mehr im Boden vorhanden, aber nicht verfügbar. Und wie kriegt man eben die Nährstoffe verfügbar? Durch Luft im Boden. Vor allen Dingen durch Luft, vor allen Dingen durch Sand. Wir müssen hier rein, wir müssen die Luft reinkriegen, wir müssen das Wasser reinkriegen, wollte ich natürlich sagen. Also Luft und Wasser reinkriegen. Und natürlich für eine gute Nährstoffversorgung grundsätzlich sorgen. Und dann wird das hier auch ruckzuck besser aussehen. Es ist nämlich sehr interessant, was wir hier unten haben. Ein schönes Beispiel dafür. Hier ist die Rasenfläche auch überhaupt nicht gut. Wir haben hier tatsächlich ganz massive Rotspitzigkeitsflecken, die man hier jetzt überall sieht. Hier überall. Hier Rotspitz. Oh, hier sieht man richtig schön dieses rote Myzel, was hier überall blüht. Also alles kaputt hier, ganz starke rote Flecken. Also diese Fläche gerade auf dieser Seite sieht richtig schlecht aus, richtig schlecht. Oh, da hier, guck mal, der hier. Der ist auch mal so richtig gut hier. Also ein ganz fetter Rotspitzigkeitsfleck. Heißt eben, wir haben hier Düngermangel, wir haben hier vor allem Stickstoffmangel, obwohl wir tatsächlich auch gedüngt haben. Aber wir haben hier auch verdichtete Bodenverhältnisse, wir haben ja auch Filz, wir haben hier Probleme, die Luft in den Boden reinzukriegen und dann ist das Bodenleben eben nicht aktiv. Und dann werden auch die Nährstoffe, die im Boden vorhanden sind, eben nicht freigesetzt und stehen der Pflanze nicht zur Verfügung. Und wenn man dann natürlich nicht genug düngt, dann kommt es zu solchen Ausfällen. Rotspitzigkeit ist immer ein Zeichen für Stickstoffmangel. Und so schlecht ist unsere Stickstoffversorgung dieses Frühjahr nicht. Wir werden insgesamt 16 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr hier streuen und haben schon relativ viel jetzt hier im Frühjahr aufgebracht in der Hauptwachstumsphase. Aber trotzdem, boah, ist der Pilz hier echt am Kämpfen. Und was ich euch zeigen wollte, ist tatsächlich das hier. Hier haben wir ja unser Golfloch, das ich mal wieder versetzen muss. Und das haben wir schon ein paar Mal versetzt. Wir haben, hier war es und jetzt ist es hier. Und wenn man genau hinguckt, sieht man genau hier um das alte Golfloch herum richtig einen grünen Fleck. Hier ist es viel heller als hier. Auch hier um das Loch sieht man so einen richtig schönen grünen Kranz. Ja, warum? Ganz klar, weil wir da reingestochen haben, weil wir da den Zapfen rausgeholt haben und damit auch wieder Luft in den Boden gebracht haben. Tatsächlich nur durch das Rausziehen dieses Zapfens für das Golfloch wächst hier ganz lokal der Rasen besser. Das ist der Wahnsinn.
Und hier ist es jetzt so, das ist das älteste Loch gewesen und hier sieht man es auch noch so ein bisschen. Also es ist immer wieder faszinierend, wie eben doch gerade das Thema Bodenlüftung entscheidend ist bei geringer Nährstoffversorgung für einen schönen Rasen. Darüber hinaus haben wir, das will ich jetzt aber auch nicht verheimlichen, haben wir auch jetzt sehr regelmäßig mit Biostimulantien gearbeitet, von Grasshopper, wieder Werbung. Aber ich sage auch ganz ehrlich, so richtig deutlich sieht man das nicht. Also man darf sich davon überhaupt keine Wunder versprechen, von diesen Algenextrakten und Silizium und was es da nicht alles so gibt. Das ist sicherlich unterstützend, wenn man es vor allem auch regelmäßig anwendet, soll es auch wirklich helfen, bei geringem Stickstoff trotzdem eine schöne Rasenfläche zu erzeugen. Aber ganz ehrlich, das, man kann sich auch viel einbilden. So ganz dominant wirkt jetzt hier so eine Biostimulanz nicht, zumindest nicht bei mir. Könnt ihr mal schreiben, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt. Also ich muss sagen, ja, das mag sicherlich helfen, aber dass das so, überhaupt nicht. Das macht tatsächlich nur der Stickstoff. Ich habe noch eine schöne Stelle hier, dann gehen wir nochmal zum Abschlag und dann bin ich auch, glaube ich, schon durch. Das ist auch richtig hier eine ganz, ganz üble Stelle. Ganz rund, in der Mitte grün und bleibt aber tatsächlich relativ konstant, also wächst nicht. Ich habe erst gedacht, das könnte jetzt ein Hexenring sein. Ist es vielleicht tatsächlich, müsste man nochmal genau untersuchen. Aber es kann tatsächlich auch eine Pilzinfektion sein. Anthracnose wäre eine Möglichkeit. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber das hat mich ja auch tatsächlich ziemlich schockiert. Ich weiß noch nicht, was ich hier mache. Wir werden erstmal versuchen, durch das Erifizieren. Also dieser dritte Abschnitt hier, diese Fläche ist noch nicht erifiziert und gesandet. Das machen wir jetzt. Wir haben es jetzt in drei Abschnitten aufgeteilt, meine Frau und ich, weil es so viel Arbeit ist. Und dann will ich mal gucken, ob hier durch das Erifizieren und Sanden hier sich auch hier dieser Bereich wieder, ja, ob der jetzt verschwindet, ob der wieder besser wird. Sonst muss ich ihn wahrscheinlich ausstechen. Ja, so, das ist also hier auf der rechten Seite echt mies. Hier auf der linken Seite ist es tatsächlich insgesamt deutlich besser. Also hier ist mehr Schatten. Hier scheint auch der Boden ein bisschen besser zu sein, obwohl es in der Bodenanalyse und auch bei den Bodenproben nicht so deutlich sichtbar war. Aber hier ist der Rasen deutlich schöner als da hier vor unserer Terrasse. Tja, gut, gehen wir nochmal zum Abschlag. Da haben wir ja auch eine ganz spezielle Rasenmischung, diese dunkle Rasenmischung von Mein schöner Rasen Nummer 10. Und ja, die ist sehr, sehr schön, sehr schön. Aber was ich hier vor allen Dingen zeigen will, und man sieht es wahrscheinlich in dem Licht wieder nicht ganz so gut, aber hier sieht man in dieser dunklen Rasenfläche deutlich die Poa-Anua-Spots. Und die werden auch hier immer mehr, obwohl ich hier immer ausgestochen habe, sieht man hier gerade bei diesem dunklen Rasen, der wirklich wunderhübsch aussieht, auch in Realität, dass die Poa hier ihre hellen Spots, hier auch hier ein ganz heller Spot. Hier ist auch noch Unkraut drin, okay. Aber auch hier ein heller Poa-Anua-Spot. Das ist natürlich der Nachteil. So schön, wirklich schön diese dunkle Rasenfläche ist. Wirklich schön, also echt traumhaft. Die wird auch immer dichter, also oh, herrlich. Wenn sie jetzt, ich habe sie jetzt auch gedüngt gerade natürlich. Und wenn das jetzt hier auch wieder durchschlägt, der Dünger, dann wird die nochmal richtig kommen. Aber, tja, die unerwünschten Gräser, die hellen Gräser, fallen ja natürlich viel deutlicher drin auf. Muss man wissen. Und was man eben auch hier sieht, sind die Stängel. Ne? Auch hier haben wir Stängel. Schnell mal drauf gucken. Sehr feinblättrige Lolium perenne. Das ist ja die Korsika. Aber auch die Lolium, auch die treibt ihre harten, wirklich harten, unschönen Stängel in den Rasen hinein. Und hier hilft es tatsächlich mal zu lüften, vielleicht auch mal leicht zu vertikutieren, um diese Stängel hochzuziehen und dann auch durchaus mit dem Sichelmäher mal zu mähen und nicht mit dem Spindelmäher, um diese Stängel dann abzumähen. Wenn man das nicht regelmäßig tut, wird das sehr, sehr unschön in der Fläche. Gut, ja, hier habe ich nachgesät, so ein bisschen heller.
Ja, da habe ich reingeschlagen. Das habe ich noch nicht nachgesät. Hier, da habe ich reingeschlagen. Noch nicht wieder nachgesät. So sieht's aus beim Rasenfreak. Kurzer Rundgang. Na, kurz, weiß ich nicht wie lange. Also, ich glaube, meine Frau, die ist schon völlig am Ende. Das Schleppen der Kamera. Ja, wir finden tatsächlich unsere Entscheidung mit der Eiche sehr gut, sehr richtig. Solche Geschichten erzählen, ja, weiß ich nicht. Aber, tja, doch, jetzt erzähle ich sie. Wir haben noch eine zweite Eiche hier hinter, hier. Da, wunderhübsches Bäumchen. Und da kommt man ja gut von der Straße ran. Und da haben wir hier unseren, hallo, da haben wir unseren Baumexperten beauftragt gegen die Eichenpositionsspinner, die Nematoden zu sprühen. Gerade auch zum richtigen Zeitpunkt. Er sagte so, wenn so, was sagt er, zwei Drittel der Blattmasse, der Blatt, 30 bis 40% der Blattmasse von der Eiche da ist, dann muss man Nematoden sprühen und dann hat man überhaupt keine Probleme mit der Eigenposition. Und dann hat man überhaupt keine, dann hat man überhaupt keine Probleme mit dem Eichenpositionsspinner. Ja, leider hat das nicht geklappt. Leider war das Wetter schlecht. Er hatte zu viel zu tun. Und dann, jetzt sagt er, nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir nur noch die Viecher dann absaugen, wenn sie da sind. Also das zu dem Thema. Also wir sind also doch sehr froh tatsächlich, dass wir zumindest hier direkt vor unserer Terrasse dieses Problem los sind. Und hier halten wir das jetzt ein Stück weit aus. Aber ja, manche haben behauptet, das wäre ganz einfach, aber es ist eben nicht so einfach. Gut. Habe ich was vergessen, Schatz? Wollen wir was sagen? Noch was zur Bodenanalyse. Also, ja. Ihr müsst, genau, anders. Wenn ihr das mal wirklich noch mal genauer wissen wollt, es ist ja trocken, das Thema, dann schreibt es wirklich mal ganz doll in die Kommentare. Hier liked mal irgendeinen Kommentar. Und dann kann ich ja noch mal ein Video darüber machen. Es ist interessant, es ist aber auch sehr trocken, es ist sehr speziell. Ja, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt nicht so ganz tief drauf eingehen. Viele Sachen sind super. Der Boden ist super, pH-Wert ist super. Das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis ist gut. Die mikrobielle Aktivität ist gut. Stickstoff war sehr gering im Frühjahr, deswegen haben wir auch kaum Probleme gehabt mit Schneeschimmel. Sehr interessant. Phosphor, wie gesagt, ist tatsächlich in der Verfügbarkeit zu wenig, aber im Boden, also verfügbar zu wenig Phosphor, aber im Boden zu viel Phosphor. Also irgendwie doof. Ne? Also wir müssen sehen, dass wir den Phosphor tatsächlich freisetzen im Boden und deswegen noch mehr mechanisch arbeiten. Die Mikronährstoffe sind alle relativ gering noch, also ein bisschen zu gering. Da haben wir jetzt auch so einen Mikronährstoffdünger letztes Frühjahr gestreut. Ja, ist schwierig. Schwierig, da mehr zu tun. Werden wir vielleicht noch irgendwas tun mit Mikronährstoffen. Aber das werdet ihr dann auch in einem der nächsten Videos vielleicht erfahren. Ja, sonst alles gut. Die Kationenaustauschkapazität, der Kack, die ist super. Also das heißt, die Nährstoffe werden gut im Boden festgehalten und auch wieder abgegeben. Das passt eigentlich soweit alles. Und es sieht auch wirklich großenteils wirklich sehr, sehr gut aus. Gerade hinten, wo wir aerifiziert und gesandet haben, ist es wirklich toll. Also so gut war es schon lange nicht. Und von daher glaube ich, dass die anderen Flächen, wenn wir sie jetzt bearbeitet haben, auch jetzt ja, im Sommer und auch im Herbst richtig toll werden. Gut, fertig. Danke fürs Zuschauen. Danke, Martina. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.